Computex 2019. Wir stehen vor dem Grand Hyatt Hotel und hier hat Patriot Memory eine Suite gemietet und es wird sicherlich neue Speicherprodukte und auch neue Gaming-Produkte zu sehen geben und die schauen wir uns jetzt einmal an. Wir sind bei Patriot in der Suite und wir haben uns hier mal in einen VIP-Raum verkrochen, wo es ein bisschen leiser ist. Alle Produkte, die sozusagen von Patriot auf der Computex vorgestellt werden, sind hier auch zu sehen. Wir fangen mal an mit der SSD, das ist die VPN 100. Die haben wir auch in Kürze im Test auf Hardwarelux. Das heißt, sie befindet sich auch schon bei uns und wurde auch schon durchgetestet. Könnt ihr also kurz in Kürze bei uns lesen. Wird beworben mit 3450 Megabyte pro Sekunde im Lesen und 3000 Megabyte pro Sekunde im Schreiben. Das heißt, eine sehr, sehr schnelle PCI Express NVMe SSD, aktueller Standard, und sie gibt es auch bis 2 Terabyte hoch. Das heißt, ihr könnt im Endeffekt eure Festplatte da möglicherweise auch ganz weglassen. Ja, und auf der gleichen technischen Basis, das heißt auch PCI Express NVMe, mit derselben Performance wird es auch bald eine RGB-Variante geben. Die seht ihr hier eingebaut. Die leuchtet schon, das ist dann die VPR 100. Wird in Kürze auf den Markt kommen, wahrscheinlich so August, September in Deutschland dann auch. Machen wir euch natürlich auch einen kleinen Test von. Wie gesagt, leistungsmäßig wird es genau das Gleiche geben. Die RGB-Funktion wird ein paar Euro mehr kosten, wahrscheinlich so 20 Euro oder so. Das heißt, wenn ihr euer System mit einer RGB-Steuerung dann auch so schick, wie es hier ist, trimmen wollt, dann ist die sicherlich eine ordentliche Variante dazu. Ja, und dann kennt man ja von Patriot auch noch viele andere Gaming-Produkte und wir haben hier dreimal rausgesucht, die sozusagen in Kürze auf den Markt kommen werden. Fangen wir mal mit dem Headset an. Das ist im Endeffekt hier das 7.1 Surround Gaming Headset mit dem Namen V380, muss ich mal kurz spicken. Es ist ein Active Noise Cancelling Headset, wo man hier auch das Mikrofon abnehmen kann. Es ist wirklich sehr leicht, wir hatten es eben mal auf dem Kopf, es trägt sich sehr angenehm. Sehr, sehr große Ohrmuscheln, das heißt, wenn ihr große Ohren habt, ist das natürlich auch hervorragend. Und RGB ist natürlich auch mit enthalten. Ja, das zum Headset. Und ja, dann gibt es eine neue Tastatur mit Kylie Red Switches. Die seht ihr hier, das ist die V765 oder 765. Ist ein etwas kleinerer Bruder von der V770, die wir ja auch schon im Test hatten. Etwas kleinere Handballenauflage, aber hier oben auch zum Beispiel so ein Scrollrad und so weiter. Also eine Gaming-Tastatur, die unter 100 Euro kosten wird, wahrscheinlich so 99 Euro. Übrigens der gleiche Preis auch für das Headset. Ja, und dann haben wir noch eine Maus, wie man hier an der Seite sieht, das ist die V551. Mit einem Pixel-Sensor 6200 dpi wird so um die 49 Euro kosten. Und ja, alles, was der Gamer braucht, 8 programmierbare Tasten natürlich. Natürlich auch die RGB-Funktion und vieles mehr. Die werden wir uns sicherlich auch mal im Test krallen. Und ja, die vergangenen Mäuse sind ja sehr gut angekommen bei euch. Deshalb testen wir die sicherlich auch. Das ist sozusagen der kurze Überblick. Wir sehen noch ein paar andere Produkte hier. Die sind teilweise schon bekannt. Teilweise werden sie auch noch vorgestellt, aber das ist so das Highlight von Patriot Memory. Falls ihr Fragen habt zu den Produkten, könnt ihr die gerne bei uns ins YouTube-Video unter die Kommentare posten. Wir schauen dann, dass wir Antworten dafür finden. Ja, danke fürs Zuschauen und bis bald.